Also, geschätzte Damen und Herren, es freut mich also sehr, dass ihr bei diesem regnerischen Oben den Weg hierher gefunden habt. Vielleicht hilft eigentlich auch das Regenwetter, eben wenn wir draußen schönes Wetter haben, wäre es vielleicht noch schwieriger hierher zu kommen. Zu diesem Vortrag über das Buch von Ibn Warraq, Warum ich kein Muslim bin. Ich bin auf das Buch gestoßen, weil ich zuerst eigentlich das Buch Manifest des evolutionären Humanismus vom Michael Schmidt-Salomon gelesen habe. Wer hat das gelesen da innen? Fast alle. Gut. Dort innen in diesem Buch hat es eine grosse Bibliografie, auf die immer wieder verwiesen wird und unter anderem auch auf das Buch. Und ich habe mir dann das gekauft und ich bin also nicht enttäuscht worden. Das hat mir eigentlich viele Hintergrundinformationen gegeben, warum der Islam so ist, wie er ist. Nämlich widersprüchlich, intolerant und aggressiv. Ibn Warraq ist ein Pseudonym von einem Autor, der 1946 in Indien geboren worden ist und in Pakistan in einer muslimischen Familie aufgewachsen ist. Seine früheste Erinnerung geht zurück auf den Tag vor seiner Beschneidung und auf den ersten Schultag in der Koranschule. Er hat, bevor er überhaupt in der Nationalsprache hat können lesen und schreiben, den Koran gelernt lesen auf Arabisch, ohne dass er ein Wort verstanden hat, was dort drinnen geschrieben war. Und diese Erfahrung, die machen noch viele andere Kinder. Man tut einfach etwas ablesen, man lernt die Schrift, die arabische, ohne dass man versteht, was sie eigentlich aussagt. In der Zwischenzeit bezeichnet er sich als säkularer Humanist. Er hält alle Religionen für falsch und für verderblich. Dabei wäre es eigentlich auch geblieben, wäre da nicht die Salman Rushdie-Affäre gesehen und der Aufstieg vom Islam. Er ist entsetzt darüber, wie insbesondere die westliche Welt hilflos zugeschaut hat, wo der Ayatollah Khomeini gegen den Salman Rushdie die Todesfatwa ausgesprochen hat. Und darum hat er eigentlich das Buch geschrieben, obwohl er vorher noch nie ein Buch geschrieben hat. Es ist 1995 erschienen und bei dieser Gelegenheit war er Professor für britische und amerikanische Kultur in Toulouse. Heute lebt er an einem unbekannten Ort in den USA. Ich wäre heute oben, es ist ein ganz reichhaltiges Buch. Mit vielen, vielen Informationen und Querverweisen. Ich kann das gerne mal umgeben. Ich brauche das jetzt oben nicht. Ich will also eingehen auf die Rushdie-Affäre. Dann auf die Ursprünge vom Islam. Also das sind alles Informationen, die ich von diesem Buch nehme. Dann sogenannte Quellenprobleme, wie er das bezeichnet. Dann der Mohammed und seine Botschaft. Dann werde ich auch kurz noch etwas sagen über den Koran. Allerdings nur kurz, denn der Peter hat ja das schon mal vorweggenommen. Letztes Jahr. Dann etwas sagen zu einem anderen Kapitel, der totalitäre Charakter vom Islam. Dann der arabische Imperialismus. Der islamische Kolonialismus. Dann der ganze Aspekt von den Heretikern im Islam, vom Atheismus und Freidenkerei, dann von der griechischen Philosophie und Wissenschaft und ihren Einfluss auf den Islam, dann über die Frauen im Islam, über Tabus wie Wiesch, Schwein, Homosexualität und dann ein paar abschließende Bemerkungen. Ihr seht, es sind also sehr viele Themen, die ich anschneide. Und ich habe das mir so vorgestellt, ich habe von diesen verschiedenen Kapiteln Zusammenfassungen geschrieben,
Und ich werde mir erlauben, die Zusammenfassung zu diesen Kapiteln eigentlich auch vorzulesen. So wie das der Michael Schmidt-Salomon an seinem Vortrag auch gemacht hat. Ich möchte mich zwar nicht messen mit ihm, aber es ist die beste Methode, wie man in relativ kurzer Zeit doch sehr viele Informationen weitergeben kann. Also, und das werde ich jetzt auch in Schriftdeutsch machen. Zu der Rushdie-Affäre. Der Umgang vom Islam mit den Kritikern. Im Jahr 1284 verfasste der jüdische Arzt und Philosoph Ibn Kamuna ein Buch, das sich kritisch mit den drei Religionen Judentum, Christentum und Islam auseinandersetzte. Seine Schlussfolgerung ist, dass Mohammed weder vollkommen ist, noch die Fähigkeit hat, andere zur Vollkommenheit zu führen. Die wütende Volksmenge forderte seinen Tod. Um die Volksmenge zu beruhigen, ordnete ein Richter seine Verbrennung an. Doch Ibn Kamuna konnte fliehen, er starb dann im Exil. Ibn Warraq zitiert in diesem Abschnitt eine Reihe von Schriftstellern, Rechtsgelehrten und Philosophen, die im Verlaufe der Zeit Bücher mit islamkritischen Inhalten geschrieben haben. Sie alle wurden als Ketzer gebrandmarkt, mussten fliehen oder kamen ins Gefängnis, wurden geköpft, gekreuzigt und verbrannt. Dies zeigt, wie gewöhnliche Muslime mit vermeintlichen Beleidigungen ihrer Religion reagieren. Zu den satanischen Versen von Salman Rushdie. Satanische Verse betitelt ist ein Roman, der von indischen Immigranten in Großbritannien erzählt und teilweise vom Leben Mohammeds inspiriert ist. Doch was hat es mit den satanischen Versen auf sich? Im Koran gibt es Verse, in welchen Mohammed mechanische Gottheiten anerkennt und somit den Monotheismus in Frage stellt. Das ist also in der ersten Phase, in dem er seine Botschaften verkündete in Mekka. Wir kommen später noch darauf. Weil die Muslime darüber irritiert waren, hatte Mohammed später einen Traum, in welchem ihm der Engel Gabriel sagte, dass ihm die Verse vom Satan eingeflößt worden seien und dass diese Verse anders hätten enden sollen. Diese satanischen Verse wurden im Koran später teilweise gelöscht. Verrat der Intellektuellen. Unmittelbar darauf erschienen kurze Interviews und Artikel von westlichen Intellektuellen, nachdem eben Khomeini die berüchtigte Fatwa ausgesprochen hatte. Arabisten und Islamologen, welche Rushdie die Verantwortung für das Urteil zuwiesen. In keinem Artikel findet sich Kritik am Urteil. Das halboffizielle Sprachrohr des Vatikans, L'Osservatore Romano, kritisierte Rushdie noch heftiger als der Ayatollah selbst. Kardinal Decourtrey aus Lyon bezeichnete die satanischen Verse als Beleidigung der Religion. Nach Meinung Ibn Warraqs haben westliche Intellektuelle und Islamwissenschaftler vollkommen versagt, weil sie keine Kritik an der Fatwa äußerten. Nun zum Kapitel über die Ursprünge des Islam. Mohammed war kein origineller Denker. Er formulierte keine neuen ethischen Prinzipien, sondern nahm sich für seine Religion Elemente der ihn umgebenden Religionen der Juden, Christen und anderer Gruppierungen auf. Von den Juden übernommen hat Mohammed in der Religion, war Mohammed sehr beeindruckt. Von ihnen übernahm er den allgegenwärtigen und ewigen Gott, den Schöpfer der Erde. Dann das Kommen des Messias, die Wiedererweckung der Toten und das ewige Leben. Im Koran findet man viele Elemente aus dem Judaismus, hebräische Wörter, Doktrinen, zum Beispiel Einheit Gottes, Schöpfung von Himmel und Erde in 6 Tagen, der Offenbarungsengel Gabriel, die Auferstehung, der Tag des Gerichts.
Dann moralische Gesetze, das Morgengebet, die rituelle Waschung, Fastenmonat, Ramadan. Dann Erzählungen und Legenden der Juden, Kain und Abel, Abrahams Bereitschaft, seinen Sohn zu opfern, die Sintflut, Noahs Arche und so weiter. Mohammed wollte ein arabisches Buch, das ebenso intensiv gelesen wird wie die hebräische Bibel oder die fünf Bücher Mose. Elemente vom Christentum übernommen. Ein wichtiges Element ist jenes vom jüngsten Gericht, das vom assyrischen Christentum übernommen wurde. Es lassen sich im Koran auch Verse finden, die dem christlichen Evangelium entnommen wurden. Die Sure 7,38, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in den Himmel kommt. Siehe auch Markus Evangelium, Vers 10,25. Geleugnet wird aber von den Christen die Kreuzigung Jesu, die Dreifaltigkeit und die unbefleckte Empfängnis Mariä. Von den Zoroastriern übernommen hat er die Zoroastrier, das ist die Religion, die von Zarathustra etwa 700 bis 800 vor Christus entwickelt worden ist. Was hat er da übernommen? Ah, viele Rituale, also 5-mal am Tag beten, hat er von denen. Aufgrund der vielen Elemente, welche von den Juden, Christen und Zoroastrier wurden, werden diese im Koran auch als Gläubige bezeichnet. Das sind alles Religionen, die auch den Monotheismus haben. Von den Persern übernommen hat er Glaube an Engel und Dämonen. Da Mohammed auch damit groß wurde, anerkannte er die heidnischen Götter und rechnete sie zu den Dämonen. Von den Persern stammt vermutlich eine andere Form des Aberglaubens, jenen des bösen Blicks, welche Ursache für Unglück sein kann. Dieser ist im Koran in Sure 113 festgehalten. Dann die Vorstellung vom Sterben. Stirbt ein Redlicher, dann verbringt die Seele 3 Nächte in der Nähe des Leichnams. Am Ende des 3. Tages erblickt die Seele eine holde 15-jährige Jungfrau, die dann gemeinsam mit der Seele zum Himmel fährt. Das mit den Jungfrauen, das findet man ja immer wieder. Das himmlische Mädchen werden nach muslimischen Kriegen Teil, die für den Islam ihr Leben lassen. Von den heidnischen Arabern übernommen hat er die Polygamie, die Sklaverei, einfache Ehescheidung, die Beschneidung und zeremonielle Reinigung und die Pilgerfahrt. Der Name Allah stammt aus vorislamischer Zeit und wurde für bestimmte Gottheiten verwendet. Mohammed verwendet den Namen nur noch für den höchsten und alleinigen Gott. Das Pilgern zu einem heiligen Ort ist ein wichtiges religiöses Element. Im vorislamischen Arabien hatte jeder Stamm seine eigene Gottheit, die in einem Stein hauste. Das Umschreiten eines Schreins war ein damals üblicher Ritus. Oft streichelte oder küsste der Pilger bei seinem Rundgang die Götzenbilder. Ursprünglich wollte Mohammed Jerusalem als Pilgerort, doch die Juden anerkannten ihn nicht als Propheten. Dann empfing Mohammed passenderweise eine göttliche Offenbarung, welche die Gebetsrichtung nach Mekka verlegte. Der heilige schwarze Stein ist offenbar ein Meteor, der seinen Ruf der Tatsache verdankt, dass er vom Himmel fiel. Die Kaaba, nach muslimischer Auffassung wurde die Kaaba 2000 Jahre vor der Erschaffung der Welt im Himmel errichtet. Adam erbaute die Kaaba auf Erden, doch diese wurde in Noahs Flut zerstört. Dem Abraham wurde der Wiederaufbau befohlen. Während er nach einem Eckstein für das Gebäude suchte, begegnete ihm der Engel Gabriel, der ihm den schwarzen Stein überreichte. Dann zum Quellenproblem. Zur Biografie von Mohammed. Mohammed starb 632 nach Christus.
Die frühesten Berichte über sein Leben wurden 750 nach Christus, also 120 Jahre später, von Ibn Ishaq geschrieben, wobei das Original verschollen ist. Ibn Warraq zitiert 7 weitere Gelehrte, die zwischen 800 und 920 nach Christus Biografien von Mohammed geschrieben haben. Der Koran. Erste Koranteile wurden gesammelt von Kalif Abu Bakr, dem ersten Nachfolger von Mohammed und Mohammeds Schwiegervater. Während der Zeit des dritten Kalifen Uthman gab es verschiedene niedergeschriebene Versionen des Koran und Koranteile. Darüber brachen Zwistigkeiten aus. Um die Situation zu retten, ließ Uthman von Hafsa nach seinen eigenen Überlegungen und denen von 4 Mitarbeitern eine Standardversion anfertigen. Die Muslime von Kufa im Irak lehnten es ab, ihre Kopie zu vernichten. Also er verteilte seine Standardversionen an verschiedene Orte, aber eben die von Kufa, die haben gesagt, wir wollen unsere eigene behalten. Tatsache ist, dass es nach wie vor unterschiedliche Versionen vom Koran gibt. Zudem gibt es Suren, die später hinzugefügt wurden, und solche, die aus politischen Gründen weggelassen wurden. Der Hadith ist eine andere Form der Grundlage, ist eine schriftliche Sammlung von angeblichen Taten und Aussprüchen des Propheten. Die Sammlungen stammen vom Gelehrten al-Bukhari, gestorben 1870, und 6 weiteren Gelehrten, die in dieser Zeit lebten. Viele Hadiths waren auch erfunden, um irgendeinen politischen Zweck zu erreichen. Dann gibt es noch eine dritte Grundlage, die Sunna. Sie enthält ebenfalls Handlungen und Aussprüche von Mohammed und ist neben dem Koran die zweitwichtigste Quelle des islamischen Rechts. Sie enthält traditionelle Riten und Regeln für die praktische Lebensführung. Also in diesem Kapitel sagt Ibn Warraq, dass eigentlich die Grundlagen nicht allzu gesichert sind, sowohl vom Koran, von dem Hadith und von der Sunna. Zum Leben Mohammeds. Mohammed wurde 570 nach Christus in Mekka geboren. Die Familie war angesehen, aber verarmt. Der Vater starb kurz vor seiner Geburt. Er wuchs als Waise auf und wurde von seinem Onkel Abu Talib erzogen, den er auf Handelsreisen begleitete. Er bekam eine Anstellung als Handelsagent bei einer reichen Witwe, Chadidja, die er dann heiratete. Mohammed war 25, sie war 40 Jahre alt. Er pflegte alljährlich einen Monat in eine Höhle auf dem Berg Hira in der Nähe Mekkas zu fasten, wo Zaid ibn Amr lebte, der wegen seiner Überzeugung aus Mekka vertrieben worden war. Dort begegnete ihm 610 der Engel Gabriel im Traum. Zuerst war er nicht sicher, ob die Offenbarung von Gott kam. Nach der zweiten Offenbarung im selben Jahr war Mohammed überzeugt, dass Gott ihn zu seinem Gesandten auserkoren habe. Zuerst erzählte er seinen Freunden und Verwandten davon. Dann, 3 Jahre später, befahl ihm Gott, folgende Kunde in die Öffentlichkeit hinauszutragen. Allah ist der allein wahre Gott. Und Allah wird eines Tages Gericht halten. Die Mekkaner tolerierten ihn, bis er den Vielgötterkult der Mekkaner anzutreifen begann. Mekka war damals eine blühende Handelsstadt. Es entwickelte sich starker Widerstand gegen ihn. Er und seine Anhänger mussten 622 nach Medina auswandern, was Hijra genannt wird. Die Auswanderung des Propheten wurde als Ausgangspunkt für die muslimische Zeitrechnung genommen. Als Mohammed in Medina ankam, lebten dort 8 große Stämme, die sich befehdeten, darunter 3 bedeutende jüdische Stämme. Die Medinenser waren müde von den jahrhundertalten Streitigkeiten und erkannten, dass ihnen Mohammed mit seiner Lehre helfen könnte, die politischen Probleme zu lösen.
Er arbeitete eine Verfassung aus zwischen den medinensischen Stämmen und den Neuankömmlingen aus Mekka. Das Ziel war politische Stabilität. Alle wichtigen Probleme sollten Gott vorgetragen werden. Nach 6 Monaten begann Mohammed Raubzüge auf mekkanische Karawanen zu organisieren, die auf ihrem Weg nach Syrien waren, nicht immer erfolgreich. Der erste größere Erfolg mit viel Beute war 622 der Überfall bzw. die Schlacht von Badr während des heiligen Monats, in welchem Blutvergießen eigentlich verboten war. Zu Mohammeds Verwunderung waren viele Medinenser über die Entweihung des Fastenmonats zutiefst schockiert. Um sein schlechtes Gewissen zu beschwichtigen, empfing Mohammed eine ihm entgegenkommende Offenbarung, die das Kriegsführen verglichen mit der Feindseligkeit gegen den Islam sogar während des heiligen Monats gestattete. Danach wurden weitere Attentate verübt. Auch diese Attentate wurden durch seine Offenbarungen sanktioniert. Aufgrund seiner Siege und der Beute, die dabei gemacht wurde, strömten immer mehr Araber Mohammed zu. Mohammeds Ruhm führte dazu, dass immer häufiger Abkommen mit den benachbarten Stämmen geschlossen wurden, die den Islam anerkannten. Die Mekkaner unternahmen 2 Angriffe auf die Stadt Medina und unterlagen in beiden Schlachten. 628 kam es schließlich zum Abkommen von Al-Hudabiyya mit den Mekkanern, das zur Gleichstellung der Gemeinschaft Mohammeds mit denen Mekkas führte. Im Jahr 630, also 2 Jahre später, 632 ist er dann gestorben, 630 marschierte Mohammed mit 10.000 Männern gegen Mekka zu. Die Stadt wurde praktisch widerstandslos eingenommen. Dadurch wurde die Kaaba, die sich bereits zum geistigen Mittelpunkt entwickelt hatte, den Muslimen zugänglich. Die Götzenbilder des heiligen Bezirks in Mekka wurden zerstört und Mekka zur heiligen Stadt des Islam erklärt. Mohammeds Mission und Entwicklung. Der Orientalist William Moore, der auch ein Buch über Mohammed geschrieben hatte, teilte dessen Leben in die mekkanische Periode bis 622 und in die anschließende medinensische Periode ein. Während der mekkanischen Periode war Mohammed ein religiös motivierter, ernsthafter Wahrheitssucher. Er schien der verleugnete Prophet zu sein, der nichts anderes zum Ziel hatte als die Bekehrung des Volkes. In Medina mischten sich bald weltlicher Machthunger und Eigenliebe in sein Tun. Himmlische Botschaften wurden freizügig vom Himmel herabgesandt, um politische Führung zu rechtfertigen. Schlachten wurden ausgetragen, Hinrichtungen angeordnet und Territorien annektiert, immer unter dem Schutzmantel des Allmächtigen. Eine Sondererlaubnis wurde, Klammer, per Offenbarung beigebracht, die dem Propheten viele Frauen gestattete. Die Affäre mit der koptischen Sklavin Maria wurde in einer Sure sogar gerechtfertigt. Seine Leidenschaft für die Gemahlin seines Adoptivsohnes wurde zum Thema einer inspirierten Botschaft, die dazu führte, dass sein Schwiegersohn die Frau sich scheiden lassen konnte und er, Mohammed, die Frau, weil sie sehr hübsch war, heiraten konnte. Alles mit göttlicher Befugnis oder Vollmacht ausgestattet. Nach wie vor wollten ihn die Juden nicht als Propheten anerkennen. Es nutzte nichts, dass er die jüdischen Bräuche übernahm. Und er begriff, dass die Juden eine echte Gefahr für seine langsam anwachsende Machtstellung in Medina bedeutete. Er wartete nur auf eine Gelegenheit, gegen sie vorzugehen. Ein alberner Streit um 627 auf dem Marktplatz war schließlich Anlass
für eine Belagerung der festungsartigen Siedlung des bedeutendsten jüdischen Stammes der Banu Qaynuqa. Die Juden ergaben sich. Mohammed ließ auf dem Marktplatz Gräben ausheben. Gruppen von 5 bis 6 Männern mussten sich an den Grabenrand setzen, dann wurden sie geköpft. Das Abschlachten dauerte von morgens bis spät am Abend, 700 bis 800 Männer. Dann befahl Mohammed, den Boden zu ebnen und kehrte nach dem grausigen Schauspiel nach Hause, um sich von den Reizen Ribanas trösten zu lassen, deren Mann und sämtliche männliche Anverwandte soeben im Massaker umgekommen waren. Frauen und Kinder wurden verkauft, Sklavinnen verschenkt, Grundbesitz wurde versteigert und weitere Beute an die Soldaten verteilt. Und wieder sandte der Himmel eine Offenbarung, welche die gestrenge Bestrafung rechtfertigte. Nach Ausrottung der Juden der Banu Qaynuqa setzte Mohammed seine Wegelagereien und Attentate fort. War Mohammed nur ein Kind seiner Zeit? Ibn Warraq zitiert den Historiker Norman Stillman, der schreibt, dass Mohammed nur ein Kind seiner Zeit war, als der Umgang mit Feinden so üblich war. Wenn Mohammed in barbarischen Zeiten lebte, dann war er nichts Besseres als auch ein Barbar. Aber auch im Arabien des 8. Jahrhunderts gab es Begriffe wie Barmherzigkeit, Mitleid und Großmut. Mohammed selbst lehrte während seiner ersten Zeit in Mekka, dass wahrer Adel in der Vergebung liege. Ja, vielleicht noch das Unterkapitel Mohammeds Harem. Mohammed pflegte um des Friedens willen mit jeder Frau seines Harems gleich viel Zeit und abwechslungsweise eine Nacht zu verbringen. An dem Tag, als Hafsa an der Reihe war, ging sie zu ihrem Vater. Als sie zurückkam, überraschte sie den Propheten mit Maria, einer koptischen Magd. Der Skandal breitete sich im ganzen Harem aus. Dann hatte der Prophet eine himmlische Offenbarung, dass er sein Harem mit fügsameren Frauen austauschen könne. Daraufhin verbrachte er einen ganzen Monat mit Maria. Am Ende intervenierte Hafsas Vater und der Vater von Arisha. Mohammed schloss Frieden mit den Frauen und verzieh ihnen, dass sie ihm Vorwürfe gemacht hatten. Also, ihr habt vielleicht gesehen, dass eben der Ibn Warraq also sehr viel andere Grundlagen und Schriftsteller zitieren. Also das kommt eigentlich alles nicht von ihm, sondern eben von dem, was er dort zusammengesucht hat. Mohammeds Charakter. Der Historiker Ibn Ishaq hat eine Biografie von Mohammed geschrieben, in welcher er dessen Charakter als im höchsten Maße abstoßend bezeichnet. Er schreckte vor keinem Mittel zurück, um seine Ziele zu erreichen. Er profitierte entschieden von der Ritterlichkeit der Mekkaner. Er organisierte Attentate und Massenmorde. Seine Karriere von Medina ist die eines Räuberhauptmanns, der nur darauf aus ist, Diebesgut zu ergattern und zu verteilen, wobei er sich die größten Anteile sicherte. Er selbst ist ein ungezügelter Wollüstling, der seine Anhänger zum Schwelgen in selbigen Leidenschaften ermunterte. Für alle diese Taten erreichte er jeweils die unmittelbare Befugnis von Gott. Es gab keine Doktrin, die er nicht aufzugeben bereit war, wenn das politische Ziel es erfordert hatte. Zu den Lehren des Korans. Der Islam ist ein kompromissloser Monotheismus. Es gibt keine Gottheit außer Gott. Nur so konnte er die verschiedenen Stämme einen, die alle verschiedene Gottheiten ehrten. Um die Araber einfacher zu gewinnen, wurden viele Gottheiten auf die untere Ebene von Engeln und unglückbringende Dämonen verbannt. Ein solches System ist ebenso reich an Aberglauben wie eine polytheistische Mythologie. Historisch betrachtet sind alle monotheistischen Religionen intolerant und führten oft zu Religionskriegen, sowohl im Islam als auch im Katholizismus.
Damals hatte jeder Stamm in Arabiens seine Haupt- und Nebengottheiten. Attraktiv war der Islam, weil er sowohl Staatsbildung als auch Eroberung, Klammer Dschihad, predigte. Er schweißte die Araber zu einem Volk zusammen. Mit zunehmenden Erfolgen wuchs die Zahl der Anhänger. Ein anderer Punkt, wichtig in der Lehre des Korans: Der menschliche Wille ist dem göttlichen Willen untergeordnet. Alles ist vorherbestimmt. Es gibt keine Ethik im Islam. Dem Muslim ist lediglich der Gehorsam gegen den unbegreiflichen Willen Allahs befohlen. Alle Muslime werden durch die Hölle bzw. vorhergehen. Die Hölle wird in vielen Suren beschrieben. Lodendes Feuer, siedendes Wasser, geschundene Haut, eitrige Schwäne, Schweren, verglühendes Fleisch, sich zersetzende Eingeweide. In Sure 9,69 erfahren wir, dass der Ungläubige ewig darin schmoren wird und wird natürlich benutzt zur Angstmacherei. Es wird im Koran gesagt, dass Gott sei allmögend, allwissend, wohlwollend. Doch er kann auch zornig, stolz und eifersüchtig sein. Nicht gerade Eigenschaften eines vollkommenen Wesens. Gemäß muslimischem Glauben wurde die Kaaba in Mekka von Abraham und Ismail erbaut, rund 2500 Jahre vor Mohammed. Hierfür gibt es kein archäologisches oder dokumentarisches Beweismaterial. Snoke Hugronje hat gezeigt, dass Mohammed die Geschichte erfand, um seiner Religion ein arabisches Umfeld zu verleihen. Viel Material stammt aus den 5 Büchern Moses. Wissenschaftler haben an der historischen Richtigkeit der biblischen Geschichte immer wieder Zweifel aufgeworfen. Trotzdem halten die Muslime wie auch die Juden und Christen beharrlich daran fest. Adam und Evolution, Schöpfung und moderne Kosmologie. Gott erschuf Himmel mit den Himmelskörpern sowie die Erde in 5 Tagen. Am 6. Tag erschuf er die Tiere sowie den Menschen. Am 7. Tag ruhte er. Ein moderner, wissenschaftlich gebildeter Leser wird sich nicht einmal die Mühe machen, um im Schöpfungsbericht nach einer wissenschaftlichen Wahrheit zu suchen. Viele Muslime glauben jedoch, dass der Koran die Gesamtheit alles Wissens enthält. Bei jeder neuen wissenschaftlichen Entdeckung, zum Beispiel auf dem Gebiet der Physik, Chemie oder Biologie, eilen die Apologeten zum Koran, um zu beweisen, dass die besagte Entdeckung im Koran bereits vorweggenommen wurde. Zum Beispiel von Elektrizität bis Relativitätstheorie. Der Aufstieg des Islam. Im Zentrum der islamischen Glaubenslehre steht die Lehre vom jüngsten Tag. Im Koran gibt es verschiedene Ausdrücke für diesen schrecklichsten aller Tage. Tage der Auferstehung, Tage der Trennung, Tage der Abrechnung, Tag des Urteils. Die Quelle für Mohammeds Konzept vom jüngsten Tag war das assyrische Christentum. Diese Berichte beflügelten ihn offensichtlich oder dessen Fantasie. Das Konzept von der körperlichen Auferstehung war dem arabischen Denken ganz fremd. Manche heidnische Philosophen stellten stichhaltige Fragen: Wie soll denn das gehen, wenn der Körper verwest oder verbrannt ist? Doch die muslimische Lehre besteht auf dem physischen Überleben des Leibes. Es wird bei der Auferstehung eine originalgetreue Kopie des Originalleibes erstellt. In 2 Suren ist zu lesen, dass die Krieger, welche für Gott gekämpft haben und gefallen sind, sich derzeit in Gottes Gegenwart befinden. Generell diente das Jenseits als Mittel des selbsternannten Propheten, um die Menschen mit Höllenqualen zu terrorisieren und sie durch ausschweifende Paradiesfreuden zu verführen. Mohammed benutzte den Zorn Gottes als Waffe, mit welcher er seine Anhänger zu frommen Taten und zu völligem Gehorsam brachte. Der Koran verordnet drastische Strafen. Amputation wird gefordert für Diebe, die rechte Hand beim Handgelenk abzuschneiden.
Für das zweite Vergehen wird der linke Fuß abgeschnitten. Jene, welche den Islam und damit Allah bekämpfen, müssen an Händen und Füßen wechselseitig verstümmelt und anschließend gekreuzigt werden. Frauen, die des Ehebruchs oder der Hurerei überführt werden, sollen zu Hause eingesperrt werden. Ein Hur oder eine Hure soll mit 100 Peitschenhieben bestraft werden. Gut, das wissen wir. Keine Trennung von Kirche und Staat. Mohammed war nicht nur ein Prophet, er war auch Gründer einer neuen Gesellschaft, die politisch und religiös zugleich war. Er war ein militärischer Führer, der Krieg und Frieden stiftete, ein Gesetzgeber, der Rechtsurteile fällte. Die spektakulären Siege der frühen Muslime werteten sie als Beweis dafür, dass Gott mit ihnen war. Sowohl der Koran und die Sunna bedürfen der Interpretation. Die Rechtsspezialisten gründeten viele Schulen. Als die Schulen dafür kritisiert wurden, dass sie ungerechtfertigte Neuerungen einführten, entwickelten die gelehrten Doktoren der Rechtswissenschaft die Lehre der Unfehlbarkeit des Konsenses, welches die Grundlage des islamischen Rechts bildet, die Scharia. Dies führt zu einer Einschränkung in der Beurteilung eines Sachverhalts und zu Standardurteilen, in welchen nicht berücksichtigt ist, wie sich die Welt weiterentwickelt. Frage, weißt du, wann das war, dieser Prozess, wann der stattgefunden hat? Ist das, war das im Mittelalter? Was du jetzt gerade vorgelesen hast, die Formierung von Standards. Weißt du das zufällig? Jetzt muss ich gerade sagen, ich habe sonst da die Jahreszahlen eigentlich aufgeführt normalerweise. Aber hier sehe ich gerade also keine. Also Ziel der Scharia ist es, konkrete Urteile für bestimmte Sachverhalte zu liefern, nicht ein Vorgehen festzulegen, wie unterschiedliche Interessen juristisch gelöst werden können. Deshalb spielen Erwägungen wie Absicht, Fairness, Gerechtigkeit, Wahrheit eine untergeordnete Rolle. Ist der Islam mit Demokratie und Menschenrechten vereinbar? Okay, wir alle wissen, dass das sicher nicht der Fall ist. Aber er hat das noch ein bisschen im Detail aufgeführt. Artikel 1 heißt es, alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten. Und wir wissen, dass nach islamischem Recht Frauen eine untergeordnete Stellung haben, ihr Zeugnis vor Gericht nur halb so viel wert ist wie das Zeugnis eines Mannes und ihre Bewegungsfreiheit eingeschränkt ist. Zweitens, in muslimischen Ländern lebende Nichtmuslime haben einen untergeordneten rechtlichen Status. Ihre Aussage gegen einen Muslim ist nicht zulässig. Drittens, Ungläubige und bzw. Atheisten besitzen in muslimischen Ländern kein Recht auf Leben. Artikel 4, niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden. Ich habe das schon erwähnt, die Sklavenhaltung wird im Koran gestattet. Einem Muslim ist der Verkehr mit jeder seiner Sklavin gestattet, auch wenn diese verheiratet ist. Dann heißt es in Artikel 5 der Menschenrechte, niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden. Und das ist natürlich immer wieder der Fall. Verstümmelung, Kreuzigung, Steinigung und Auspeitschen wären also nicht gestattet, wie das jetzt der Fall ist. Jeder Mensch hat Anspruch auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit, das wissen wir, das ist im Islam nicht der Fall. Artikel 19, jeder Mensch hat das Recht auf freie Meinungsäußerung. Die in Artikel 18 und 19 niedergelegten Rechte werden im Iran, in Pakistan und in Saudi-Arabien ständig verletzt. Und im Buch werden verschiedene Beispiele aufgezeigt. Und Artikel 26, jeder Mensch hat das Recht auf Bildung und Frauen sind von bestimmten Wissenszweigen ausgeschlossen. Demokratie und Islam.
Westliche Philosophen haben sich mit der Trennung von Kirche und Staat auseinandergesetzt. Klammer Locke, Spinoza und weitere Philosophen der Aufklärung. Sie alle kommen zum Schluss, dass es nicht Sache des Staates ist, sich mit der Gewissens- und Gedankenfreiheit seiner Bürger zu befassen. Der Staat kann Menschen nicht mit Gewalt zur Religion zwingen. Dann zum arabischen Imperialismus. Während der europäische Kolonialismus und Imperialismus, Klammer heute Schimpfwörter im Islam, für alles Böse auf Erden verantwortlich gemacht werden, wird der arabische Imperialismus im Islam als etwas überaus Lobenswertes dargestellt. Diese Eroberungen forderten einen hohen kulturellen Preis. Iran, Pakistan, Malaysia und Indonesien sind Länder, die zu einem fremden Glauben bekehrt worden sind. In Indien sind Muslime Nachkommen hinduistischer Konvertiten, im Iran der Zoroastrier, in Syrien der Christen. Eine riesige Anzahl Muslime weltweit haben sich überreden lassen, eine Religion anzunehmen, die aus einer Entfernung von Tausenden von Kilometern zu ihnen kam, und mit dem Koran ein Buch zu lesen, das ihnen unverständlich ist. Araber gegen Nicht-Araber. Nach ihren spektakulären Siegen waren die Araber nicht gewillt, den nicht-arabischen Konvertiten zum Islam die gleichen Rechte zuzubilligen, trotz der islamischen Lehre, die ausdrücklich jede Diskriminierung verbietet. Für die Araber gab es Sieger und Besiegte. Man unterwarf nicht-arabische Muslime einer ganzen Reihe von finanziellen, sozialen, politischen, militärischen und anderen Benachteiligungen. Man schickte sie als Fußvolk in die Schlacht und verwehrte ihnen ihren Anteil an der Kriegsbeute. Zur Sklaverei. Der Koran erkennt Sklavenhaltung an. Verschiedene Suren weisen darauf hin. In den ersten Jahren der arabischen Eroberungen wurden große Scharen von Sklaven durch Gefangennahme geschaffen. Der Einsatz dieser Arbeitskräfte erlaubte es, das wirtschaftliche Potenzial des fruchtbaren Halbmonds teilweise auszuschöpfen. Die Sklaven waren gezwungen, unmenschliche und entwürdigende Bedingungen zu ertragen. Viele starben an Erschöpfung. Einsatzgebiet waren Salzbergwerke, Trockenlegung von Sümpfen, Baumwollanbau, Zuckerplantagen. Die Lebensumstände der Sklavin waren zum Teil äußerst betrüblich. Die weiße Frau diente der Lustbefriedigung ihres Herrn. Wenn er ihr überdrüssig war, wurde sie weiterverkauft, bis sie schließlich ein Wrack war. Die Sklaverei wurde noch bis ins 20. Jahrhundert weitergeführt, zum Beispiel in Saudi-Arabien und Jemen bis 1950. In jüngster Zeit werden immer noch Hausangestellte aus Südostasien, in Saudi-Arabien und im arabischen Nahen Osten wie Sklaven behandelt. Die anfängliche Einstellung Mohammeds. Man hat die Suren in die frühen mekkanischen und die späteren medinensischen Suren unterteilt. Die toleranten Äußerungen Mohammeds finden sich in den frühen Suren. Im Zuge seiner zunehmenden Selbstsicherheit und Machtzunahme verwandelte sich Mohammed von seinem Bekehrer in einen Gesetzgeber und Krieger, der den Gehorsam diktierte. Christen werden im Koran etwas höher geachtet als Juden, aber der Koran bezichtigt beide, die heiligen Schriften gefälscht zu haben. Mohammeds Behandlung der Juden der Oase von Kaiba dienten als Modell für Verträge, die die arabischen Eroberer mit den besiegten Völkern außerhalb Arabiens abschlossen. Mohammeds Angriff fand 628 statt. Er ließ einen Anführer foltern, um herauszufinden, wo der Stamm seine Schätze verborgen hatte. Nachdem sich die Juden ergeben hatten, erlaubte er ihnen, ihren Anbau in der Oase weiterzuführen, unter der Bedingung, dass sie die Hälfte ihres Ertrages an ihn abgaben. Mohammed behielt sich das Recht vor, den Vertrag jederzeit zu kündigen. Dschihad. Nirgends tritt der totalitäre Charakter des Islam so deutlich zutage wie im Konzept des Dschihad, des heiligen Krieges.
dessen letztendliches Ziel es ist, die ganze Welt zu erobern. Sure 9,5 heißt, so erschlagt die Heiden, wo ihr sie findet. Sure 8,12, wahrlich in die Herzen der Ungläubigen werfe ich Schrecken, so haut ein auf ihre Hälse und haut ihnen jeden Finger ab. Die Einwohner eines erobten Landes werden zu Kriegsgefangenen. Der Imam kann mit ihnen machen, was er will. Hat sich eine Stadt der Eroberung widersetzt, so verlieren sie alle Rechte. 3 Tage lang dürfen die Soldaten plündern und töten. Es ist eine Ironie der Tatsache, dass die Helden der islamischen Frühzeit überhaupt nicht am Islam interessiert waren. Khalid al-Walid, der als General die Byzantiner besiegte, wird beschrieben als ein Mann, dem nichts am Herzen lag außer dem Krieg und der auch nichts weiter lernen wollte. Dasselbe gilt für Amr al-As, der Ägypten eroberte. Dank der Chronik des Bischofs von Nikiu wissen wir mehr über die Erobung von Ägypten durch Amr al-As. Wer sich den Muslimen entgegenstellte, wurde niedergemacht. Man schonte weder Frauen noch Kinder. Dasselbe ereignete sich auch in Nordafrika. Tripolis wurde 643 geplündert, Karthago wurde geschleift und die meisten Einwohner umgebracht. Dann zu den gelehrten Historikern und die Dhimmis. Dhimmis, das sind Nicht-Muslime. In eroberten Gebieten bearbeiteten die Verbauern ihr Land nicht mehr als Eigentümer, also die, die Nicht-Muslime waren, sondern als Pächter mit entsprechend höheren Abgaben. Die Dschizya war eine Kopfsteuer der Nicht-Muslime, die gemäß Koranvers 9,29 öffentlich in demütigender Form abzugeben, ja. Der Steuereinnehmer soll den Dingi am Kragen packen, ihn dabei schütteln und anherrschen, entrichte die Dija, und wenn er sie zahlt, soll er ihm auf den Nacken schlagen. Die Dhimmis mussten höhere Handelssteuern oder Zölle zahlen in wirtschaftlich schwierigen Zeiten auf weitere willkürlich angeordnete Steuern. Die Steuern erwiesen sich manchmal als so schwere Last, dass die Bewohner die Dörfer verließen und in die Berge flohen. Dann gibt es ein größeres Kapitel über Heretiker, also Abweichler von der offiziellen Lehre. In diesem Kapitel beschreibt Ibn Warraq Völker, zum Beispiel die Umayyaden, die Abbasiden, die Kaiditen, die einen abweichenden Islam lebten, oder Imame, die eine abweichende Lehre verkündeten. Aufgrund der Intoleranz, die dem Islam anhaftet, sind in diesen Perioden Verfolgungen, Folterungen und Hinrichtungen weit verbreitet. Schon zu Lebzeiten Mohammeds gab es in Mekka arabische Skeptiker, welche die von Mohammed erzählten Fabeln nicht akzeptierten. Sie spotteten über den Gedanken an die körperliche Auferstehung, sie bezweifelten die göttlichen Ursprünge seiner Offenbarungen. Die Araber bekehrten sich aus Habgier und wegen der Aussicht auf Beute. Viele bekannten sich nach außen zum Islam. Wenn irgendetwas schief ging, wendeten sie sich ebenso schnell wieder vom Islam ab, wie sie sich dazu bekannt hatten. Sprenger, das ist ein Historiker, schätzt die Zahl der echten Konvertiten zum Zeitpunkt von Mohammeds Tod auf etwa 1000 Anhänger, echte Muslime. Er beschreibt verschiedene heretische Richtungen, zum Beispiel die Sindik, das ist eine Weltanschauung, in welcher die Wirklichkeit aus 2 entgegengesetzten Sphären besteht. Dabei werden auch 2 Gottheiten unterschieden, welche die Welt hervorgebracht haben.
In diesen Zeiten wurden viele dieser Heretiker vor Gericht gestellt, hingerichtet. Das wird eben also eigentlich in diesem Buch beschrieben. Und zum Beispiel unter Al-Mansurs Nachfolgern Al-Mahdi, das war etwa im 8. Jahrhundert, wurden Unterdrückung, Verfolgung und Hinrichtung mit noch größerer Schärfe durchgeführt. Es wurden für die Ahndung von Heretikern Richter ernannt und die Inquisition wurde von einem Großinquisitor geleitet. Ein einfaches Gerücht reichte oft aus, um den Verdächtigen zu überführen. Ibn Abi Avdija war einer der interessantesten Heretiker. Vor seinem Tod gestand er, dass er 4000 Hadiths erfunden hatte. Er verbot den Muslimen, was erlaubt war, und umgekehrt. Er hieß die Muslime das Fasten brechen, wenn sie fasten sollten, und umgekehrt. Warum, fragte er, gibt es Katastrophen und Epidemien, wenn Gott doch gut ist? Er erschütterte den Glauben einfacher Leute, indem er spitzfindige Fangfragen zur Gerechtigkeit Gottes stellte. Er wurde 772 hingerichtet. Und so gibt es recht viele Beispiele, die da aufgeführt werden. Zur griechischen Philosophie und Wissenschaft und ihren Einfluss auf den Imam. Für viele Westler und Muslime ist der Begriff islamische Philosophie ein Widerspruch. Der sunnitische Islam hat das philosophische Denken nie begrüßt. Die Geschichte der islamischen Philosophie bewegt sich im Spannungsfeld zwischen Vernunft und Offenbarung. Die Anfänge islamischer Philosophie gehen zurück auf Al-Kindi, Al-Farabi und Ibn Sina zwischen dem 9. und 11. Jahrhundert. Al-Kindi war überzeugt, dass es zwischen der griechischen Philosophie und den Offenbarungen des Korans keinen grundsätzlichen Zwiespalt gibt. Sie führten neoplatonisches Gedankengut in den Islam ein und er war ein Fürsprecher der Vernunft. Al-Ghazali wird manchmal als der größte Muslim nach Mohammed bezeichnet. Seine Bedeutung ist, dass er die islamische Theologie um eine philosophische Grundlage erweitert hat. Es gelang ihm, die zentralen sunnitischen Dogmen mit neoplatonischen Methoden zu untermauern. Er bekämpfte auch jene Philosophen, deren Werke sich als unvereinbar mit dem Islam erwiesen. Negativ ist, dass er die Muslime zu einer Korangläubigkeit und zu einem ganz und gar wörtlichen Textverständnis zurückführte. Der größte Freidenker des Islam ist wohl Al-Razi. Er stammt auf Rajsch nähe Teheran, wo er Mathematik, Philosophie, Astronomie, Literatur und Alchemie studierte. Al-Razi hat mindestens 200 Schriften zu verschiedenen Fachgebieten geschrieben. Sein größtes Werk ist eine medizinische Enzyklopädie, die 1279 ins Lateinische übersetzt wurde. In der Chemie erstellte er eine Klassifizierung der Stoffe, also schon sehr fortschrittlich. Im Gegensatz zu Al-Ghazali waren für Al-Razi Theologie eine Offenbarungsreligion und die von rationaler, Vernunft geprägte Philosophie unvereinbar. Die sogenannten heiligen Schriften sind wertlos und haben mehr Schaden als Nutzen angerichtet. Menschen, die sich um religiöse Führer scharen, sind schwachsinnig. Das Leben der Menschen würde nicht durch Religion, sondern durch die Philosophie und menschliche Vernunft verbessert. Al-Razis Kritik an der Religion gehört zu den allerheftigsten des gesamten Mittelalters, ob von europäisch oder von islamischer Seite. Zur zweiten Periode der islamischen Philosophie. Ibn Badiyya war der am wenigsten religiöse Philosoph. Philosophie war für ihn ein Vehikel für seine moralische Kritik am Materialismus seiner Zeit. Er glaubte unter anderem nicht an die Auferstehung des Leibes. Dann Ibn Rushd genoss eine juristische Ausbildung und übte in Sevilla und Córdoba das Amt eines Richters aus. Er studierte Medizin und Philosophie.
Er war der Ansicht, dass der Koran der Interpretation bedürfe und das nur von Leuten interpretiert werden dürfe, die Philosophie studiert haben. Er war gegen religiöse Dogmen eingestellt und gegen die untergeordnete Stellung der Frau. Dann gibt es ein größeres Kapitel über den Sufismus. Das ist eine Sammelbezeichnung für Strömungen im islamischen Kulturkreis, die asketische Tendenzen und eine spirituelle Orientierung aufweisen. Die frühen Sufis waren von christlichen Idealen beseelt und suchten das Heil, indem sie die trügerischen Freuden dieser Welt mieden. Bei den späten Sufis verschwanden die Grenzen zwischen den verschiedenen Glaubensbekenntnissen. Der Islam ist nicht besser als der Götzendienst. Weder bin ich ein Christ noch Jude noch Muslim, singt ein Mystiker. Jetzt komme ich zum Kapitel der Frauen und der Islam. Der Sex wird im Islam ausschließlich vom männlichen Gesichtspunkt betrachtet. Obwohl die Stellung der Frau nach muslimischem Gesetz viel zu wünschen übrig lässt, muss man doch zugeben, dass Mohammed eine deutliche Verbesserung der Situation der Frauen durchführte. Zwei oft angeführte Reformen sind das Verbot des Lebendigbegrabens weiblicher Kinder und die Erbschaftsrechte der Frauen, wohingegen in England ein Married Women's Property Act erst 1882 erlassen wurde. Der Koran befürwortet in bestimmten Situationen die Polygamie und von der anfänglichen Ausnahme entwickelte sie sich zur Regel. Der Mohammed soll seine Leute aufgefordert haben, Frauen und Sklaven, jene beiden Schwächlinge der Gesellschaft, mit Güte zu behandeln. Sure 428 erlaubt dem Mann die Polygamie mit bis zu 4 Frauen. Eigentlich müsste es Polygynie heißen, da die Frau dieses Recht nicht hat. Eine Frau hat keinen legalen Anspruch darauf, von ihrem Mann sexuell befriedigt zu werden, sondern nur das Recht, Nahrung, Kleidung, Wohnung von ihm zu erhalten. Sexuell steht dem Mann die Nutzung seiner Ehefrau zu, nicht umgekehrt. Die Frau, die ihren Mann abweist, wird als ungefügig betrachtet und der Mann hat das Recht, sie zu schlagen. Obwohl die Beschneidung in der islamischen Welt ein weit verbreiteter Brauch ist, ist sie im Koran nicht erwähnt. In der Praxis wird die Beschneidung der Knaben feierlich begangen, während die Beschneidung der Klitoris bei Mädchen diskret durchgeführt wird. Die Beschneidung der Knaben entspricht bei Mädchen viel eher die Entjungferung in der Hochzeitsnacht. Der Islam ist den fleischlichen Genüssen durchaus gewogen, vor allem denen der Männer. So wird auch das Paradies beschrieben mit Nymphen, welche zu sexuellen Orgasmen verhelfen. Der Islam hat eine Einstellung zur Reinheit und Unreinheit, die an eine negative Phobie grenzt. Sure 5,8. Und so ihr durch Samen befleckt seid, reinigt euch. Die geringe Unreinheit, zum Beispiel durch das Berühren des Penis, erfordert eine rituelle Waschung vor dem Gebet. Die größere Verunreinigung kommt vom Sexualkontakt zustande. Sexualverkehr nach der Menstruation, Kindbett, nächtliche Ergüsse. Diese verlangt Ganzkörperwaschungen. Während der Menstruation gilt die Frau als unrein. Sie darf dann nicht fasten, beten, den Koran berühren oder eine Moschee betreten. Für eine Anklage wegen Ehebruch oder Vergewaltigung sind 4 männliche Zeugen notwendig, die den Akt gesehen haben. Klagt jemand und bringt nicht 4 männliche Zeugen, erhält er 80 Peitschenhiebe. Eine vergewaltigte Frau wird deshalb nie Klage erheben. Für den Fall, dass ein Ehemann seine Frau des Ehebruchs verdächtigt und die 4 männlichen Zeugen nicht beibringen kann, genügt es, wenn er 4-mal vor Allah beteuert, dass es wahrhaftig so ist. Gemäß Koran ist das Erbe von männlichen Kindern doppelt so groß wie von weiblichen Kindern.
Begründet wird dies mit der Mitgift, welche die Frau bei der Heirat erhält, sowie das Recht auf Unterhalt. Dieses Recht auf Unterhalt ist natürlich auch wieder eine erneute Abhängigkeit für die Frau, mit allen damit verbundenen Unsicherheiten. Ein Mann kann eine Frau körperlich züchtigen, wenn sie sich weigert, sich für ihn zu schmücken, sich weigert, ihn sexuell zufriedenzustellen, das Haus ohne seine Genehmigung oder triftigen Grund verlässt, ihre religiösen Pflichten versäumt. Theoretisch kann eine Frau nach Eintritt der Pubertät nicht mehr zur Ehe gegen ihren Willen gezwungen werden. Da die Mehrheit der Mädchen vor Eintritt der Pubertät zur Ehe gezwungen werden, wird das Recht auf freie Gattenwahl zur Fiktion. Mohammed heiratete Aisha, als diese 9 Jahre alt war, und er selbst 53. Darum, von dort her stammt auch der Brauch, sehr junge Mädchen zu verheiraten, dass dieser Brauch so weit verbreitet ist. Der Schleier und Pflicht, zu Hause zu bleiben. Der Hijab ist vom Koran vorgeschrieben. Die Muslims übernahmen den Schleier von den Arabern, die Araber übernahmen den von den Persern. Und auch die Pflicht der Frau, zu Hause zu bleiben. Ein Konservativer hat zum Beispiel die Bedingungen aufgelistet, unter denen die Frau das Haus verlassen darf. Sie darf nur in Fällen echter Notwendigkeit ausgehen. Ihr Ausgang muss von Mann bewilligt sein. Sie muss gut verhüllt sein. Sie darf sich nicht parfümieren. Sie soll auf der Straße nicht inmitten von Männern gehen. Sie muss sich gesittet bewegen. Wenn sie mit Fremden spricht, muss sie mit normalen Stimmen sprechen. Wenn sie in ein Büro geht, darauf achten, nicht mit einem Mann allein zu sein. Sie darf einem Mann die Hand nicht geben und so weiter. Die Rechtsgelehrten haben ausgearbeitet, was eine Frau tragen muss, wenn sie das Haus verlässt. Ihr Kleid muss alles bedecken, aus Gesicht und Hände. Das Kleid darf nicht zu fein oder aufwendig sein. Es muss aus dichtem, undurchsichtigem Stoff sein. Es darf kein eng anliegendes Gewand sein. Es muss lose fallen und so weiter. Auch hier wieder eine Vorschrift nach der anderen. Auch in Bezug auf die Ausbildung haben Frauen natürlich viele Einschränkungen. Den Gelehrten zufolge kann eine Frau jeden Beruf ausüben, mit Ausnahme erstens Berufe, die mit dem Glauben unvereinbar sind, zweitens Berufe, die mit weiblicher Natur unvereinbar sind, zum Beispiel Fahrscheinkontrolleurin, Polizeibeamtin, Tänzerin, drittens Berufe, zu denen sie körperlich nicht fähig ist, zum Beispiel Fabrikarbeiterin, viertens Berufe, die den Einsatz eines Pferdes oder eines Fahrrads erfordern, fünftens Berufe, die eine Veranstaltung... Ja, Berufe, die eine Verstandesleistung erfordern, zum Beispiel Richter oder Imam. Zu den Tabus. Wein. Es gibt in der gesamten islamischen Welt kein Land, in dem alkoholische Getränke nicht erhältlich wären und getrunken werden. Die Reichen trinken Schmuggelware, die Armen brauen sich ihren alkoholischen Trank aus Datteln, Palmen oder Zuckerrohr. Im Koran, Vers 16,69, pries Mohammed den Wein als eine der Segnungen, die Gott der Menschheit erteilt hat. Da aber die frühen Gefährten des Propheten sich oft betranken, war Mohammed gezwungen, alkoholische Getränke in Sure 2, 216 zu missbilligen und schließlich in Sure 5, 92 ganz zu verbieten. An den Höfen der Kalifen floss der Wein in Strömen. Der königliche Schnutz genügte, um die Zecher von den vorgeschriebenen 80 Peitschenhieben zu bewahren. Schweine und Schweinefleisch. Die Sure 5,4 verbietet ausdrücklich Schweinefleisch. Verwehrt ist euch krepiertes Blut, Schweinefleisch und das, über dem ein anderer Name als Allah angerufen ward. Wenn man den durchschnittlichen Muslim fragt, warum er kein Schweinefleisch esse, wird er sagen, weil es im Koran verboten ist. Etwas gebildetere Muslime werden sagen, das Schwein ist ein schmutziges Tier und in heißen Ländern Träger von Krankheiten. Noch gebildetere werden die Krankheit aufzählen, zum Beispiel Trichinose.
Rinder, Schafe und Ziegen sind auch ähnliche Krankheitsübertrager, dürfen aber gegessen werden. Warum, weiß man nicht. Zur Homosexualität. Die islamischen Ländern oder in islamischen Ländern besteht eine größere Toleranz gegenüber der Homosexualität als in der christlichen Gesellschaft, weil der Koran in diesem Punkt zweideutig oder nur leicht negativ ist. Die Homosexualität war in allen Gesellschaftsschichten verbreitet, in Schulen wie in religiösen Bruderschaften. Die Hammams oder türkischen Bäder waren ein Treff für viele Homosexuelle. Weibliche Homosexualität kam in gleicher Weise vor und wurde toleriert. Und jetzt zu den abschließenden Bemerkungen von Ibn Warraq zu Mohammed. Mohammed war zweifellos eine große historische Persönlichkeit. Doch wie Popper sagt, wenn die Zivilisation überleben soll, müssen wir uns abgewöhnen, großen Männern Ehrerbietungen zu erweisen. Große Männer machen große Fehler. Obwohl ein islamisches Dogma ihn als sündenfrei hinstellt, beanspruchte Mohammed für sich selbst nie Vollkommenheit oder Unfehlbarkeit. Dies war, wie Thor André sagt, eine seiner sympathischsten Eigenschaften. Er war sich seiner Fehler bewusst und zur Selbstkritik fähig. Mohammed war ein Mann von großem Charme. Er hatte ein großes Charisma, das Zuneigung weckte und zu treuer Ergebenheit führte. Er war auch ein genialer militärischer Anführer und ein Staatsmann mit großer Überzeugungskraft und Diplomatie. Er erkannte, dass die gesellschaftlichen Spannungen in Mekka religiöse Wurzeln hatten und entwickelte ein Ideensystem, das die Uneinigkeit in Medina und im sonstigen Arabien zu beheben vermochte. Die Ideen, die er verkündete, verhalfen ihm nach und nach zu einer Führungsposition, deren Autorität nicht auf Stammesgrundlage beruhte, sondern auf Religion. Mohammed war der erste Mann, der von den Bewohnern Mekkas und den ungezügelten Stammesführern der arabischen Wüste, Mohammed war der erste Mann, der den Bewohnern Mekkas und den ungezügelten Stammesführern der arabischen Wüste, dass Vergebung keine Schwäche sei, sondern eine höchste Tugend auf dem Weg zu Allah. Bisher waren die Stämme durch jahrhundertlange Blutfäden, Vergeltungsmorde, Rachehandlungen und Feindseligkeiten entzweit gewesen. Mohammed lehrte sie die Gleichheit aller Gläubigen. Theorie ist das eine, die Praxis das andere. Mohammed lebte nicht entsprechend seiner Lehre. Viel zu oft gab er in der Behandlung der Juden, der Mekkaner und seiner Rivalen seinen grausamen Neigungen nach, ohne eine Spur von Versöhnlichkeit. Bukhari führt folgendes Beispiel für Mohammeds Grausamkeit. Leute von Stamme der Ukl kamen nach Medina und konvertierten zum Islam. Sie wurden krank und wollten Medina verlassen. Mohammed befahl ihnen, zu seiner Kamelherde zu gehen und Kamelmilch zu trinken. Diese taten das auch und wurden gesund. Danach wurden sie abtrünnig und gingen weg mit den Kamelen. Mohammed entsandte seine Truppe, die sie nach Medina zurückbrachte. Dort befahl der Prophet, dass ihnen ihre Hände und Füße abgeschnitten würden, als Strafe für den Diebstahl. Die Rivalitäten unter den Stämmen dauerte auch unter Mohammeds Führung an. Als Mohammed starb, hinterließ er alles andere als eine geeinte Nation. Dies zeigt sich auch in den Kriegen anlässlich der Nachfolge. Der zweite, dritte und vierte Kalif fielen Attentaten zum Opfer. Gemäß Watt ist dies auch der Grund, dass Mohammed das Konzept des Dschihad bzw. des Heiligen Krieges entwickelte, sodass die Stoßrichtung nach außen gegen die Nichtmuslime gerichtet war. Über die Frage nach Mohammeds Aufrichtigkeit wurde schon viel Tinte verkleckert. War er bewusst ein Schwindler oder glaubte er aufrichtig, dass all die Offenbarungen, aus denen sich der Koran zusammensetzt, Mitteilungen von Gott waren?
Das Mindeste, was man ihm anlassen muss, ist eine Selbsttäuschung. Der Schluss liegt nahe, dass Mohammed in seinem späteren Lebensabschnitt bewusst Offenbarungen fabrizierte, sehr oft zu seinem eigenen Vorteil, um seine häusliche Situation zu verbessern. Man muss Mohammed zugutehalten, dass er den uralten Brauch des Lebendigprogramms weiblicher Säuglinge abschaffte. Dass er insgesamt das Los der Frauen verbesserte, muss eher verneint werden. Und dadurch, dass er die 9-jährige Aisha als 53-jährige heiratete, haben die Kinderehen bis in die heutige Zeit gefördert. Das Leben Mohammeds und dementsprechend der Islam ist voller Widersprüche. Mohammed hat gezeigt, dass er oft bereit war, seine Prinzipien für politische Vorteile zu brechen. So gibt es die Sure 591, die besagt, dass man einen geleisteten Eid möglichst halten soll. Wenn man ihn bricht, gibt es die Möglichkeit der Wiedergutmachung. Er verwirrt den Götzendienst der vorislamischen Zeit, doch baut er viele abergläubische Elemente in seine Religion mit ein. So glaubt er an einen sogenannten bösen Blick und an die Möglichkeit, ihn durch Zaubersprüche oder Amulette abzuwehren. Während der Koran in vielen Dingen Mäßigung predigt, wird er im Verlauf der Zeit immer intoleranter. Die Meuchelmörder der Feinde Mohammeds wurden in den Hadiths unseligerweise als beispielhafte Vorbilder angeführt und werden sogar in der heutigen Zeit für den Aufruf zum Mord an Salman Rushdie verwendet. Die Quelle für das viele Blutvergießen im Laufe der Zeit ist in den Massakern Mohammeds an seinen Gegnern zu suchen. Das vielleicht ärgste Vermächtnis Mohammeds ist seine nachdrückliche Behauptung, der Koran sei das buchstäbliche Wort Gottes. Dadurch schloss er neue intellektuelle Ideen und Gedankenfreiheit aus, die doch der einzige Weg sind, auf dem die islamische Welt ins 21. Jahrhundert fortschreiten könnte. So, das war's. Dankeschön, dass ihr so lange ausgehalten habt. Man kann das Buch nur empfehlen. Ich habe jetzt versucht, ein bisschen die Bandbreite aufzuzeigen. Es geht natürlich in vielen Bereichen viel mehr in die Tiefe, auch bei der Behandlung von den verschiedenen Philosophen und Heretiker. Und das habe ich euch hier nicht antun wollen, das noch tiefer zu behandeln. Aber sicher ist es, dass, wenn man das Buch liest, dass man doch ein bisschen eine andere Einstellung und Verständnis bekommt, warum eben der Islam so ist, wie er sich präsentiert heutzutage, als intolerant und widersprüchlich zum Teil. Ja, es ist natürlich jetzt, es klingt nicht gerade erfreulich und es ist nicht gerade ermutigend, wenn man sich überlegt, dass wir eigentlich viele Moslems bei uns haben. Und das ist auch einer von diesen wichtigen Punkten, oder? Wenn man mit Salafisten und mit den Fundamentalisten umgeht, das ist einer von diesen Radikalisierungspunkten, ist eben genau die wörtliche Übernahme vom Koran und der Unwille zur Reformation vom Islam. Und ich denke, ein Islam kann bei uns nicht überleben, wenn er sich nicht massiv anpasst. Also in dem Zusammenhang muss ich sagen, ich weiß nicht, wer von euch der Herr Buniaku kennt. Er ist Geschäftsführer von der Firma Enix und von daher kenne ich ihn eigentlich. Aber er ist in der Zwischenzeit verschiedentlich in der Zeitung präsent gesehen, auch im Rahmen von Interviews. Sie scheint mir eigentlich ein sehr moderater Muslim zu sein. Und ich habe dir das eigentlich schon gesagt. Also ich hätte eigentlich empfohlen, dass man ihn mal, da hätte ich auch an so einem Themen oben einladen. Das ist sicher sehr viel eigentlich noch. Also eben da kann sich dann wirklich ein Dialog, eine Diskussion eigentlich entwickeln, wenn man so eine Person da hat. Das ist halt wirklich ein bisschen Einweginformation gewesen. Es sei denn, ich hätte jetzt noch Fragen, also auf die Frage komme ich sicher noch zurück, die du gestellt hast, aber ich kann sie jetzt da so nicht gerade beantworten. Ja, also was mir einfach noch auffällt, ist, du hast schon gesagt, im Islam sind die Toleranz gegenüber Homosexuellen
grösser als im Christentum. Das ist nicht unbedingt das, was man heute jetzt irgendwie im Iran oder in Saudi-Arabien oder so beobachtet, sondern das ist das Gegenteil, die werden sehr streng verfolgt. Eben da muss ich vielleicht sagen, und das ist vielleicht ein wenig schade, dass das Buch, das englische Buch, ist geschrieben worden 1905 und das deutsche ist übersetzt worden 2004. Also das hat er geschrieben so 1993. 95. Also 95 ist rausgekommen. Und berücksichtigt also nicht die neueste Entwicklung. Und das habe ich eigentlich noch vom Islam. Ja. Ist aber glaube ich schon länger so, oder? Dass, also, das ist seit der iranischen Revolution gemeint, so, dass dort Homosexualität nicht toleriert wird. Im Iran meinst du? Ja. Wüsste jetzt vielleicht jemand, der dort war? Ich bin dort gesehen, ja. Also, über das haben wir jetzt hier nicht geredet, aber ich weiss nur, dass nach der islamischen Revolution in Iran das Mindestalter für Frauen zum Heiraten auf 14 gesetzt worden ist. Und zwar genau, eben weil der Mohammed oder die Aisha so früh geheiratet hat, also was sie so jung war. Und sie haben das, Gott sei Dank, dann wenigstens auf 16 dann aufgetan. Aber das ist natürlich etwas, was sehr schlecht ist. Ich habe einen Arbeitskollegen aus dem Iran und der ist völlig säkularisiert und der erzählt eben, was das Thema Alkohol angeht. Also es werden, also Iran gehört mittlerweile zu den Ländern, wo die Leute am wenigsten in die Moschee gehen. Mhm. Das ist so ein Widerspruch. Also es gibt eine Hardliner-Regierung, aber unter dem Untergrund bewegt sich sehr viel. Viele gehen Alkohol trinken, also das ist illegal. Also, wir sind eben gesehen im April, also mit Erich Gisling zusammen. Und da stellt man ganz klar fest, insbesondere auch nach der Aufhebung von den Sanktionen, dass die Jugend also einen Aufbruchwille hat. Und dass es auch die jungen Frauen, die kleiden sich immer modischer, also nicht mehr so schwarz und das Kopftuch, das rutscht jedes Jahr wieder einen halben Zentimeter weiter nach hinten, so dass man immer mehr Haar sieht und so weiter. Und sie sind sehr offen und gehen auf einen zu. Und vielleicht in dem Zusammenhang, also wir haben keine Revolutionswächter gesehen. Also ich habe eben zum Beispiel junge Frauen gesehen, die wirklich fast durchsichtig angelegt sind, also gar nicht denen Anforderungen entsprochen hat, wie ich das da vorhin gesagt habe. Und wo sicher in der Periode nach der Revolution also angehalten worden und züchtigt worden wären. Ich habe übrigens hier noch ein bisschen Zusammenfassung gemacht. Ich weiß nicht, ob ich genügend habe. Ich habe nicht gedacht, dass so viele kommen. Und da sieht man übrigens ein Bild von dieser Reise, wo wir so eine Moschee besuchen in Mashhad in Iran. Und die Frauen haben einen Chador müssen tragen. Also man sieht hier gerade vorne meine Frau und neben Erich Gislin. Und hinten dran sieht man einen Mann im T-Shirt. Einfach das zeigt die Ungerechtigkeit, die man wieder einfach durch Schritt und Tritt feststellen wird. Also wir werden das sicher auch auf die Homepage stellen natürlich, oder? Wirst du mir dann sicher helfen? Ja, ich mache so einen kurzen Bericht. Genau. Ja, und wir haben es ja vorher noch von Leuten, die wir einladen können. Also, ich habe im Internet habe ich gesehen, eine Frau namens Rana Akhmad. Kannst du eins nehmen und einfach weitergeben? Wo aus Saudi-Arabien geflüchtet ist und dann über die Türkei in Deutschland gekommen ist. Und da geht also sehr eindrücklich berichtet, wie ihr Leben als Frau in Saudi-Arabien war. Und sie hat dann das Problem gehabt, dass, also zuerst war sie gläubige Muslim gewesen, und dann hat sie dummerweise mal in einem Tweet von jemandem gelesen, der nicht an Gott glaubt. Und das hat sie dann dermassen hinten rausgerührt, dass sie angefangen hat nachforschen und Dawkins gelesen hat, sich über eine Revolution informiert hat, was sie ja alles vorher gar nicht gekannt hat. Und am Schluss Atheistin geworden ist. Und als Atheistin hat man keine lange Lebenszeit in Saudi-Arabien. Und jetzt ist sie geflüchtet auf Deutschland. Und das wäre jetzt zum Beispiel jemand, den wir mal einladen können. Ich weiss nicht, wie einfach das ist, ein Flüchtling über Grenzen zu holen. Also im schlimmsten Fall machen wir die Veranstaltung zu Konstanz und reisen dorthin. Aber das wäre jetzt auch jemand. Und es hat,
Jetzt in dem Umfeld von dieser Frau bin ich jetzt noch mehrere Moslems gestossen. Also nicht Moslems, nein, falsch, nicht Moslems, sondern Leute aus muslimisch dominierten Ländern, die jetzt sind, die sich eben genau auch mit dem Islam auseinandersetzen und darauf hinweisen, dass wir eben wirklich ein fundamentales Problem könnten überkommen, wo man vielleicht auch mal jemanden könnte da einladen. Übrigens vielleicht das, was du gesagt hast, oder im Iran haben wir ja einen Schiismus, Islam als Schiismus, und der ist tatsächlich also weniger hart und streng. Also es sind diejenigen, die glauben, dass eigentlich der Schwiegersohn vom Mohammed eigentlich der richtige Nachfolger ist, und die Sunniten haben gesagt, nein, der die richtige Lehre vertritt und so, also möglichst konservativ, das ist derjenige, der eigentlich die Nachfolger oder Kalif sein sollte. Und eben, die streiten sich, aber der Schiismus ist also weniger streng in der Umsetzung als der Sunnismus. Und der Wahhabismus natürlich in Arabien, der ist natürlich noch strenger. Ich habe zufällig jetzt auch noch von jemandem, wo einen Verwandten hat in Saudi-Arabien, wo Hoteldirektor ist dort. Und sie hat können eben an einem Hochzeitsfest dort dabei sein, zwischen so einem jungen Paar. Und im Verlauf eben von dieser Hochzeit hat dann die junge Frau müssen in ein separates Zimmer, und dann hat die Grossmutter, oder ich weiß jetzt nicht wer, müssen überprüfen, ob das Hymen eben noch wirklich vollständig ist. Also das ist auch Teil gewesen, von der vom Hochzeitsablauf. Also, das spielt natürlich auch schrecklich. Wie? In Saudi-Arabien. Mhm. Genau. Also, eine Erfahrung ist auch so, wenn du jetzt zum Beispiel aus dem Buch jetzt, du guckst jetzt von verschiedenen Seiten, guckt er sich auch das an. Das heißt, es gibt so etwas wie ein psychologisches Profil. Also Motive, im Grunde wie ein Kriminalfall, so ähnlich. Das heißt, also es gibt eine psychologische Motivsuche, zeitgeschichtlicher Zusammenhang. Und all diese Dinge, mit denen wir heute irgendwas interpretieren bei uns, das ist ja etwas, was in einem religiösen Umfeld nicht stattfindet. Ich habe auch eben mit Kollegen geschafft, die aus dem muslimischen Glauben haben. Und wenn dann so Sätze fallen wie, eben Mohammed war zum Beispiel von Juden enttäuscht, deswegen wurde er aggressiv. Also wenn du so einen Satz formulierst, so psychologisch, wie du deinen Nachbarn beschreibst, der sich über geklaute Äpfel aufregt, das geht nicht. Das ist zu heilig, dass man mit so einer banalen Erklärung an so eine Person rangeht. Das merke ich an den Reaktionen. Und das ist so ein Punkt, wir haben hier bei uns im Westen so gelernt, ein Ding von verschiedenen Seiten zu betrachten, und dadurch entstehen Widersprüche, Zweifel und so. Und dieses, eben, das funktioniert dann halt bei religiösen Beschreibungen nicht. Also, hätte jetzt irgendetwas nicht passt in der Art und Weise, wenn ich es jetzt vornehme? Nein, ich sage nur, das finde ich gut, dass man nein, also, ich war offen dafür. Also er hat das vor allem gesehen, dass die Juden für ihn eine Gefahr könnten werden, dass er da seine Stellung eben verliert. Genau, und so hat er sich dann gegen sie gewendet. Es geht Machtverhältnisse, genau. Es geht also wieder um so im Grunde Dinge, so wie man, ich formuliere es mal, so wie man Tiere in ihrem Verhalten beschreibt oder wie eben Menschen. Und so, wenn ich das mit Kolleginnen diskutiere oder Kollegen, die dann aus der muslimischen Welt kommen, diesen über ihre Figur oder über ihre Eltern vielleicht oder gerade über Mohammed so in so einer analytischen Form mal nachzudenken, das ist in diesen Gesellschaften nicht drin. Mhm. Das ist Sakrileg, sowas zu tun. Mhm. Das ist viel zu nah, das geht nicht. Und das ist so etwas, was ich so als Erfahrung auch habe. Deswegen ist es sehr gut, dass man in so einem Buch oder in der Betrachtung von verschiedenen Weisen rangehen kann. Dann erst das so kritisch. Dich lösen von der Überfigur. Also ich denke, dass das ein bisschen anders meine. Doch, ich habe einen Schwiegervater, der ist heißt von Iraten sehr gläubig, und mit ihm kann man sogar über Mohammed sprechen. Ach ja. Ja, er ist sehr offen. Und ich kenne zwei junge Paare, die sind auch gläubige Islamisten, aber da kann man auch über alle Fragen diskutieren. Und so. Okay. Ich finde, der Buch ist massiv einseitig. Also da beschreibt ein fundamentalistischer Islam und wird meines Erachtens jetzt im Islam
wie er heute nicht in Saudi-Arabien bei den Wahhabiten so nicht gerecht. Es wäre falsch, wenn wir jetzt würden glauben, dass alle Muslims, die hier bei uns in der Schweiz umeinander oder in Europa umeinander laufen, so fundamentalistisch sind, wie das jetzt hier beschrieben ist. Es wird dem auch nicht gerecht, weil der Islam hat andere Seiten, humanere Seiten, die jetzt hier verloren gehen. Also für mich ist das Buch viel zu viel Zeit sind. Darum würde ich vorschlagen, in jedem Kontakt, vielleicht reicht es an, dass man einen Imam hier bringt, der auf unsere Kritik, und dann können wir das fundamentalistisch bringen, könnte so reagieren, wie er den Islam versteht. Und ich habe Kollegen, die sind sehr gläubig und die sind sehr menschenfreundlich und Nächstenliebe und so ist für die ganz wichtig. Das steht eben im Koran auch. Also für mich ist das Buch viel Zeit. Ich bin sehr froh, dass du das so sagst. Also ich sehe es natürlich genau auch gleich so wie du. Auf der anderen Seite habe ich, bis ich das Buch gelesen habe, auch nicht können verstehen, wieso man so hart und dass es solche gibt, die so hart und auf die Welteroberung aus sind und so überhaupt solche Töne hat. Und wenn ich das Leben eigentlich von Mohammed jetzt mal so aus dieser Perspektive, was der, ja, wie der Karawanen angegriffen hat, wie er umgegangen ist mit seinen Find und so, das ist für mich eigentlich ein bisschen neu gesehen, oder? Also, und hat zum Verständnis beitragen. Wenn du das Alte Testament so anschaust, wie du da, dann ist es kein bisschen besser. Ich finde jetzt sehr unterschiedlich. Also, genau, das habe ich vorher gesagt. Die Bibel hat ja genau das gleiche Problem auch. Also an und für sich müsste man sein, wenn man wirklich gläubig sein will, fundamental auslegen. Weil, wenn die Bibel nicht das Wort Gottes ist, was kann man dann überhaupt darin noch ernst nehmen? Also, wenn wir anfangen, etwas in Frage stellen, dann muss man alles im Anfang in Frage stellen und am Schluss bleibt nichts mehr übrig. Das ist mir so gegangen, seiner Zeit, oder? Aber, man muss eigentlich jede so Buchreligion, die man fundamentalistisch eigentlich nehmen, dass man sie wirklich ernsthaft kann betreiben kann. Und das Einzige, was beim Koran noch schlimmer dazu kommt, verschlimmernd, im Gegensatz zum Jesus, ist der Jesus ist ein sehr schwacher Mensch gewesen, der keine weltliche Führung hatte. Und der Mohammed hat natürlich Krieger angeführt und Überfälle gemacht. Und die ganze Kriegsrhetorik, das ist jetzt natürlich durchgehend im Islam. Gut gemacht, offenbar. Und offensichtlich gut Erfolg. Gemacht, ja. Genau. Und er schüttelt den Kopf. Ja. Nein, aber ein Punkt im Christentum ist natürlich, dass die Stellung der Frau sicher besser ist als im Islam. Der Unterschied ist, dass das Christentum ist durch die Aufklärung durchgepeitscht wurde. Ja, genau. Was mit dem Islam passiert ist, das genau. Ist der Unterschied. Ja. Aber wieso schüttelst du die Konflikte und den Widerspruch? Ja. Nein, das würde uns natürlich schon interessieren. Ja. Schau, ich komme aus einem katholischen Land. Ja? Wir haben das Christentum erlebt, so wie Mohammed das die anderen gemacht haben. Aha. Verstehst du? Und das erleben wir immer noch. Ja? Aus welchem Land? Das ist egal. Das Glaubenhandel in den USA ist von der Bibel. Ja. Immer noch vor 25 Jahren der Apartheid in Südafrika ist mit Bibelzitaten rechtfertigt worden. Ja, und wir reden davon vor 1000 Jahren. Ja. Ich tue den Islam nicht rechtfertigen. Ich weiß, dass es eine blutige Geschichte ist. Aber der Christentum ist nicht besser. Der Buddhismus ist nicht einmal besser. Also das, alles, und das du sagst, der Jesus ist ein friedlicher Mensch. Ja, das habe ich gesagt, er hat gesagt, er ist schwacher. Ja, ist schwacher. Ist gut. Das glaube ich dir. Was hat uns gebracht, dass er Jesus so gesehen hat? Ja. Was hat uns gebracht? Millionen von Toten in Europa. Noch vor 500 Jahren sind Millionen von Frauen als Hexen hingerichtet worden. Ja, das stimmt schon. Also, was ist denn da los? Ich tue ja den Islam nicht rechtfertigen. Ich bin kein Islam-Experte. Ich bin da groß und lerne. Also, Islam ist zu hören. Aber wenn man vergleicht, also religiös Vergleich macht, dann muss man nicht unbedingt den
Islam schlechter stellen als der Islam oder der Buddhismus. Ja, ja. Wir haben das Judentum. Mein Problem ist der Modernen. Ich knüpfe mich da an. Mein Problem mit dem modernen Islam ist zwei Sachen. Erstens, nämlich das Fehlen der Aufklärung. Sie haben überhaupt keine Verständnis für Zusammenleben in einer modernen, multireligiösen Stadt, ja? Sondern es geht auf Welteroberung. Ja? Sie haben kein Recht auf Apostase. Ja? Der Ibn Warraq und der Rushdie sind immer noch unter Todesfatwa. Ja? Theoretisch müsste jeder Muslim, der ihnen begegnet, umbringen. Ja? Das ist sein Recht und seine Pflicht sogar. Ja? Und das andere ist, wo sind diese toleranten Muslimen? Ja? Islam spricht die Verbrüderung der Gläubiger vor. Ja? Das heißt, das Ton wird von den Fanatikern angegeben. Ja? Diese Fanatiker gibt es in jeder monotheistischen Religion, weil es ist einfach ein Wesen von diesem Monotheismus. Ja? Aber die Mehrheit tragen das. Mindestens durch Stillschweigen. Ja? Sie machen es dann mit. Ja? Wenn heutzutage in Westeuropa die katholische, ein Katholik oder ein Protestant so auftretet und mit dieser menschenfeindlichen Ansinnung vertretet, wird er von den anderen Christen runtergeheult. Ja? Weil sie nicht so leben wollen. Ja? Diese Verbrüderung fehlt, weil der einzelne Gewissen wichtiger ist, ja? Aber auch das Verständnis von Staatlichkeit. Ja? Menschenrechte. Menschenrechte. Ja. Trennung von Religion und Staat. Ja? Und das Grundverständnis, dass jeder Gläubige oder jeder Mensch eine Lebensberechtigung hat, ja? Was im Islam abgesprochen wird zum Teil. Es gibt, ich habe im Prinzip das Pendant von dem Buch, von Frischer Grundlesen, also von Uwe Lehn, oder warum ich kein Christ sein will. Ja, ja. Vermutlich vom Aufbau absolut identisch. Da beschreibt er auch extrem auf und eben wieso, dass er sich dann von dem Glauben, von der Religion abgekehrt hat. Mhm. Also Titel eben, warum ich kein Christ sein will, ist im Prinzip, also er hat aus dem aus abgeleitet und gefunden, ich mache es im anderen Ding, er ist schon jünger, er ist jetzt 80, also er lebt noch, ich war auf Facebook mit ihm befreundet, wir haben immer ein bisschen korrespondiert miteinander. Hat er auch Todesdrohungen bekommen? Da wüsste ich es nicht. Was mich noch würde interessieren, weiß nicht, ob du noch eine Auskunft geben kannst, es ist ja auch eine Fülle an Behauptungen, er hat zwar eine relativ große Bibliografie hinten drin, wo er sich darauf bezieht, aber inwiefern hat er sich Mühe genommen, auch zu prüfen, wie gesichert sind alle die, sagen Sie mal, Behauptungen oder Aussagen? Ja, also da tue ich auch ein Fragezeichen dahinter stellen. Also er tut ja viele Texte einfügen, wo man von irgendwo nimmt. Sie sind auch mit einem kleineren Schrift noch. Also das ist keine Behauptung. Aber er selber macht eine Haufen Behauptung. Und wie er tut jetzt einfach einen Raum ausstellen. Ich glaube, das ist seine Meinung zu dem Ganzen. Das tut sicher auch noch ein bisschen Kritik und Widerstand eigentlich erfordern, dass man sagt, also so genau ist jetzt das nicht und so. Das wäre eigentlich eine gute Basis für eine Diskussion. Ich habe jetzt seine Seite hier vertreten, das ist mein Auftrag für heute oben, aber es ist ganz klar, ich würde da sagen, das ist nicht gesichert. So. Es gibt auf der englischsprachigen Wikipedia-Seite zu ihm, gibt es ganze Zielen von positiven und kritischen Rezensionen, die verlinkt sind. Also dort kann man sich so ein bisschen orientieren. Und die meisten scharfen Kritiker beziehen sich nicht auf das ganze Buch, sondern auf einzelne Beiträge, die er sich darauf bezieht. Also das heisst, es ist sehr wohl wahrscheinlich, dass halt nicht alle Quellen gleich gut gewesen sind. Was mir jetzt einfach aufgefallen ist, dass mindestens ein grosser Teil, auch dort, wo du über den Koran geredet hast, hat sich das natürlich deckt mit dem, was wir vor einem Jahr von Peter gehört haben. Von dem her war es für mich einigermaßen ein Stimmungsbild gewesen.
und einfach dann ergänzen, weil die anderen Punkte jetzt noch gekommen sind. Ich finde das eine gute Idee, einen Imam einzuladen und so vielleicht ein Abbild vom gelebten Islam da lokal zu bekommen. Es gibt andere Leute, die man kann einladen kann. Es hat gerade eine Veranstaltung gegeben in der Berner Freidenk mit der Eha Manea, das ist eine Politologin von der Uni Zürich mit jemenitisch-ägyptischer Vergangenheit. Und sie hat Scharia Courts in England, Scharia Räte in England, die eine legale Basis haben, untersucht. Und dort sieht man, dass halt sehr ein dogmatischer Islam die Rechtsprechung prägt, was angesichts von der Finanzierung von muslimischen Verbänden. In Großbritannien sind es vor allem die Diobandi, da weniger bekannte Gruppierung, die so in Indien-Pakistan den Ursprung hat. Sehr orthodox, aber ursprünglich eigentlich nicht wahhabitisch eingestellt, aber inzwischen dort auch der arabische Einfluss zunimmt. Und die dominieren die Räte. Das heisst, also wenn man sich ein Abbild machen will, wie dann heute der real gelebte Islam aussieht, muss man wahrscheinlich mehrere Stichproben nehmen. Dann wäre vielleicht so ein da lokal tätiger Imam, wenn man von Winterthur ja nicht ungemütlich gehört, was es da gelebten Islam gibt. Wäre der Manel, und sie ist natürlich einfacher schnell erreichbar als die Rana. Das noch ein Name. Was wir für das Denkfest werden machen. Das Denkfest ist das Science Festival, das wir eigentlich alle Jahr machen. Das wird im November sitzen, das nächste Mal stattfinden. Das ist quasi unser Beitrag zum Reformationsjahr. Und das Leitthema wird sein Reformation und das Denken. Wir werden einen Tag uns Thema Islam annehmen und Fragen stellen, wie braucht man eine Islamreform, kann man reformieren. Und jemand, wo man dort gerne dabei hat, wozu es allerdings noch ausbleibt, ist der Ahmad Mansour. Der war auch so da gewesen. Der definitiv ein Reformer ist. Also, ja. Ich denke, auch wenn man mehrheitlich, jetzt gerade auch in der Schweiz, wo der Zentralrat sich sehr erfolgreich in Szene setzt, dogmatische Vertreter gehört, die anderen, denke ich, das muss man zur Kenntnis nehmen. Gibt es auch, und ich würde jetzt sagen, es ist so ein bisschen für Freidenker als Organisation so ein bisschen die Aufgabe, in der Dogmatik Kritik zu üben und den anderen halt versuchen, die Bühne zu geben. Genau. Also es deckt sich ja mit unserer neuen Ausrichtung, wo wir mal gesagt haben, dass wir eben genau nicht irgendwelche Fundamentalisten und Extremisten eine Bühne geben, sondern wir wollen versuchen, nach Lösungen zu suchen oder helfen. Und von dem her laden wir sicher keinen Zentralrat ein. Auch nicht, wenn er uns wahrscheinlich ein sehr umfassendes Bild von seiner Gedankenwelt könnte geben, sondern eher lieber jemanden gemäßigt, wo man dann vielleicht auch sieht, oder? Was der Islam bei uns könnte für die Zukunft haben. Damit leben werden wir müssen. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und die Frage ist, wie gehen Sie damit um? Und wie kommen wir auf einen Konsens, wo man einander gegenseitig kann akzeptieren kann? Akzeptieren, nicht tolerieren. Heute ist übrigens ja der Club zum Thema Religion ohne Grenzen, Fragezeichen. Ja. Da sind sowohl eine Vertreterin vom Zentralrat wie auch mal ein Piraten. Ah, das ist noch interessant. Ja, das ist gut, ja. Gerade so, könntest du jemanden von KESBA einladen? Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde. Also, denkst du, da gibt es ein spezifisch muslimisches Problem? Nicht unbedingt, nein. Sicherlich nicht. Aber warum jemanden? Wenn ein religiöser
wenn deine Religion sagt, du darfst deine Frau und Kinder schlagen und die Schweizer Recht es nicht versteht, dann gibt es automatisch einen Konflikt. Darin. Also, aber es ist nicht unbedingt. Also, das ist ein reales Problem. Vermutlich ist aber bei der TES die Notstandssituation bei adoptivwilligen Eltern für Fremdplatzierungen größer, weil vor allem Freikirche da Plätze anbieten und zwar die dogmatisch eingestellt. Ja, das ist ein gutes Stichwort. Ich habe auch gerade gedacht, wo du gesagt hast, dass ein großes Problem die wörtliche Auslegung, die wortwörtliche Auslegung ist vom Koran, die einfach so in Stein gemeißelt ist. Da wäre es doch eben interessant zu schauen, was denn die Leute, die Freikirchen, die ja quasi die Reformation oder rückgängig gemacht haben und die Bibel wieder wortwörtlich auslegen und jeder Vernunft nicht zugänglich sind. Was dort die Motivation dahinter ist, was für eine soziale, psychologische Motivation, weil das könnte mir auch der umgekehrte Prozess aufzeigen. Das Antireformatoren von heute. Es gibt so einzelne Aussteiger, wie der bekannteste von diesen sehr fundamentalistischen Sekten. Zwölf Stämme müsste jetzt aus der deutschsprachigen Raum niemand, aber da gibt es in den USA ein, zwei, die sich dem geäußert haben. Es gibt auch ein Buch von einem Aussteiger. Was aber zum Beispiel auch vor kurzem eine Veranstaltung war, der Freidenker in Zürich mit einem Zeugen Jehovas Aussteiger. Also so einzelne Personen, die über die eigene Biografie können aufzeigen, was, also, was so ein Setting ist und vielleicht wie man sich das kann lösen. Das ist auf jeden Fall zu finden. Es hat mich übrigens vor kurzem ich weiß nicht, ob US-Amerikaner oder Brit, Englischsprechende angeschrieben und gefragt, ob es im Umfeld der Freidenker Leute gibt, die jetzt gerade so in der Umstiegsphase sind. Der gehört eben zu denen und sucht eigentlich so nach der Community. Wo man sich austauschen mit Leuten, die am endlichen Punkt sind. Und in Zürich am Stamm gibt es relativ viele Leute, die quasi frische Aussteiger sind, aber also die kommen dann halt sporadisch mal, sind nicht mal präsent, aber irgendwie ein Vernetzungsangebot haben wir noch nicht geschaffen. Vielleicht ist das etwas, wo man mal ins Auge fassen muss. Interessant, ja. Also was mich noch würde interessieren vom Winterthur aus, wenn ihr nächstes Jahr eine Veranstaltung immer macht, denke fest, ob wir nicht vielleicht die eine oder andere Veranstaltung auch zu Winterthur organisieren können. Da unterstützen wir euch dann sicher gerne. Also nicht im Rahmen von Denkfest, das ist einfach, okay. Das wird im Volkshaus sein, vier Tage aneinander. Das wird uns genau logistisch überfordern. Also wir bräuchten vorher eigentlich nur... Wir bräuchten vorher eigentlich nur irgendwie den Anstupf und dann schmeicheln wir dann. Könntet ja Parallelveranstaltungen sich für die, wo so etwas gibt. Zürich zu Winter ist. Ja. Ja. Das ist dann doch, ob es nicht irgendwie halt am Schluss dazu führt, dass dann das Holzhaus wenig gut gefüllt ist. Aber, also ich würde jetzt fürs Denkfest speziell neu, aber wenn man über den Termin herausdenkt, kann man sich auch das überlegen. Ich meine, es gibt eigentlich ja zwei Termine pro Jahr, wo es sogar sehr erwünscht ist, dass abschiedend noch gleichzeitig etwas stattfindet. Der Welthumanistentag am 21. Juni oder halb um der 21. und der 10. Dezember oder um das Datum um den Tag der Menschenrechte. Jetzt das Jahr gibt es dann eine kleine Tournee mit dem Michael Salomon, die verschiedenen Städte sind in dieser Woche vor. 10. Dezember. Ach, kommt er nochmal in die Schweiz? Ja. Okay. Ich schaue, ob irgendeine von diesen Standorten mit euch ans Wasser reichen. Also, wir machen es auch gerne nochmal für den Michael. Das war eine tolle Veranstaltung. Wohl, gut. Was mir noch einfällt, du hast ein paar Philosophen zitiert, die den Islam oder die islamische Philosophie ja geprägt haben. Das ist ein ganz gutes Buch von C.H. Beck, Wissen,
islamische Philosophie, da wird vor allen Dingen vom Mittelalter, also die ganz wichtigsten werden abgehandelt. Da ist eben Rushd dabei, eben Averroes und das ist ganz gute Übersicht, das ist recht verständlich. Und das andere ist, das bin ich im Moment furchtbar kompliziert. Das ist Al-Gabiri, das ist Marokkaner, der ist jetzt vor ein paar Jahren gestorben, ist ein, ja, macht dann eigene Philosophie und ein Werk von ihm heißt Die Kritik der arabischen Vernunft, so in Anlehnung an Kant. Und er untersucht die ganzen Strömungen, die es im Islam gibt, auch die politischen Motive, die Rückbesinnung auf die großen Zeiten, all diese ganzen Dinge und versucht Lösungswege zu finden, beschreibt auch so ein bisschen, dass es im östlichen Gebiet, so Iran, Irak, eine sehr theologisch angelegte Philosophie gibt, im Westen, Nordafrika eher aufklärerisch, eben Rushd ist so ein Beispiel für ihn. Und er sieht so eben Rushd eben so eine Orientierungsfigur, das mit der Koraninterpretation, das alles eine Interpretation braucht. Ja, da gibt es auch, also es ist sehr viel, was auch innerarabisch an Philosophie läuft. Das ist unglaublich viel. Das erschlägt einfach. Ja, das kann ich auch gerne erwähnen. Der nächste Themenabend in 2 Monaten. Wird zum Thema arabische Gelehrte sein. Ich denke, da wirst du mir helfen, haben wir gesagt, oder? Da machen wir das zusammen. Und da können wir sicher das eine oder andere einbringen. Aber es ist ein Riesending. Es ist ein Riesending. Ich denke, der Abend wird länger und anstrengender als heute. Aber vielleicht auch etwas positiver, weil wir natürlich dann versuchen, die denkerischen Größen aus dem arabischen Raum mal zu präsentieren, um hier einen Kontrastpunkt zu setzen. Es gibt auch im Brighton Raum ein Buch von Karen Armstrong, einer ehemaligen katholischen Nonne, A History of God. Und es ist da auch so ein bibeldickes Buch über Monotheismus. Und da sind auch die islamischen Gelehrten auch vorgeführt, aber auch erstaunliche Ähnlichkeiten, zum Beispiel im 17. Jahrhundert, Aufblühen von gewissen Strömungen parallel in ähnliche Gebieten, zum Beispiel in Osteuropa, Pietismus zum Beispiel, wächst parallel zu jüdische Sekten in Osteuropa. Ja, aber sie geht wirklich umfangreich von den Anfängen des Judentums, Christentum, Islam, auf alle 3 Religionen ein. Ich denke, es ist wahrscheinlich auch auf Deutsch übersetzt. Ein Flüchtling von Marokko, der jetzt seit ein paar Jahren in der Schweiz ist, der als junger Blogger bedroht worden ist und irgendwann zum Land aus hat müssen. Und er könnte so vielleicht über den Maghreb, wo man euch irgendwann interessiert, speziell etwas erzählen. Sehr gerne. Meine Versuche, ihn zu kontaktieren, sind bis jetzt gescheitert. Ich treffe mich morgen für eine andere Veranstaltung, die wir am Planen sind. Also, wenn ich ihm soll sagen, dass er sich bei uns melden macht. Sehr gerne. Kannst du mir entweder unsere Mail-Kontaktadresse geben? Oder sonst würde ich ihn noch mal auf Facebook anschauen. Ja, das ist Facebook. Dann soll er einfach das anschauen und Antwort geben. Gerne, sehr, super, ja. Wohl. Ich denke, es ist ein sehr ergiebiges Thema und halt auch etwas, wo, ja, wo die Leute im Moment sehr beschäftigt, oder? Gerade in den Islamisten und Salafisten Hochburg Winterthur. Und es ist etwas, was wir sicher nicht können, ignorieren, sondern wo wir irgendwie versuchen, Weg suchen. Ganz einfach. Ja, gut. Gut. Sehr lieb, danke, super, dann
Moment geschwind, dann bevor alle gehen. Also auf die nächste Veranstaltung kann ich schon eingewiesen. Dann möchte ich mich herzlich bedanken. Ja, dann freuen wir uns natürlich, wenn es das nächste Mal auch wieder so zahlreich erschienen sind. Erschienen werden. Für das Protokoll, wir haben heute also mit 13 Leuten fast jeden Stuhl besetzt. Vielen Dank. Auch denen, die zugelassen haben.